Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllister's Outdoor Cooking. Wir werden heute dieses leckere Ganserl im Dutch Oven zubereiten, gefüllt mit einer leckeren Lebkuchen-Brezelknödelfüllung. Und wie man das alles machen, was wir dafür alles brauchen und ob das überhaupt so richtig im Dutch Oven klappt, seht ihr alles jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Es ist 4 Wochen vor Weihnachten und wir werden heute einen kleinen Versuch starten. Ich möchte heute eine Gans aus dem Dutch Oven ausprobieren. Die Schwierigkeit dabei wird werden, kriegen wir unsere Gans da im Dutch Oven richtig schön knusprig und braun. Ich habe da noch meine Zweifel, ich habe einen Plan im Kopf, den werde ich auch umsetzen. Und ob das dann alles klappt, werden wir sehen. Aber jetzt schauen wir uns erst einmal unsere Zutaten an. Der Hauptdarsteller heute natürlich unsere Gans. Die hat gute 4 Kilo. Ich habe bewusst eine kleinere genommen, damit wir die auch in unseren Dutch Oven hineinbekommen. Dann für den Soßenansatz brauchen wir ein bisschen Wurzelgemüse. Wir haben hier Karotten, wir haben Sellerie und wir haben Lauch. Füllen wir unsere Gans mit einer Lebkuchen-Brezenknödelfüllung. Dazu haben wir natürlich hier unsere Brezen. Da kommen ein paar Äpfel mit rein. Wir haben hier Lebkuchen, was Soßlebkuchen ist. Dann brauchen wir ein paar Eier. Wir haben Milch und Petersilie. Und dann werden wir alles noch ein bisschen würzen mit Salz, Pfeffer und Paprika, und mehr brauchen wir auch nicht. Bei mir wie gewohnt das komplette Rezept plus die Angaben, wie viel wir von jeder Zutat brauchen, findet ihr unten in der Infobox. Und wir fangen jetzt an mit unseren Vorbereitungsarbeiten, für euch natürlich wieder schön zusammengefasst. Zuerst werden wir unsere Sellerie in grobe Stücke schneiden. Unsere Karotten müssen wir grob würfeln, die müssen wir gar nicht schälen. Das Stück Lauch wird halbiert und zerkleinert. Dann werden wir noch unsere Äpfel entkernen und die auch in kleine Stückchen schneiden. Als letzte Schnibbelarbeit haben wir dann noch unsere Brezen, die müssen wir uns auch in kleine Stücke schneiden. Die Schnibbelarbeiten sind dann soweit abgeschlossen und wir werden dann unsere Füllung für die Gans, nämlich unseren Brezen-Lebkuchenknödelteig, vorbereiten. Dazu haben wir jetzt hier in eine große Schüssel unsere kleingeschnittenen Brezen gegeben und hier haben wir jetzt Milch. Die haben wir in der Mikrowelle kurz aufgewärmt, dass die schön heiß ist, und jetzt werden wir hier einfach mal einen großzügigen Schluck Milch über unsere Brezen hier verteilen, dass die erstmal schön aufweichen können und sich damit vollsaugen können. Die Brezen haben jetzt gut 2 Minuten gequollen und jetzt werden wir hier unsere kleingeschnibbelte Petersilie mit dazugeben. Das habe ich euch natürlich nicht gezeigt. Da kommen dann auch unsere Äpfel hinzu. Wir geben 2 Eier hinzu. Würzen das Ganze schon mal kräftig mit Salz und mit ein bisschen Pfeffer. Wer möchte und so ein bisschen weihnachtlichen Touch noch mit hier reinhaben möchte, könnte jetzt auch eine Prise Zimt mit hineingeben, aber ich lasse die heute weg. Dann habe ich mir jetzt hier schnell so Handschuhe angezogen und jetzt werden wir mal anfangen, dass wir hier das Ganze mal schön vermengen werden. Und wie wir sehen, das Ganze ist jetzt hier alles recht matschig von der Konsistenz her. Prinzipiell würden wir jetzt da Brezenbrösel oder Semmelbrösel mit dazugeben. In unserem Fall ist es heute der Lebkuchen und den werden wir jetzt hier schön hineinraspeln. Dazu habe ich mir jetzt hier so eine schöne Reibe geholt und dann fangen wir an, dass wir unseren Lebkuchen hier reinreiben werden. Ich habe ja gerade zu euch gesagt, ihr könnt da ein bisschen Zimt zugeben, und jetzt wisst ihr auch, warum ich keinen dazugeben habe, denn alles, was wir so an weihnachtlichen Gewürzen brauchen, haben wir hier in unseren Soßenlebkuchen drin, und jetzt wird das Ganze wieder vermengt. Und mit dem Soßlebkuchen ist unsere Konsistenz jetzt hier dann auch viel gebundener, nicht mehr so matschig, aber dennoch immer noch ausreichend, dass wir das Ganze jetzt dann schön als Füllung hernehmen können. Unsere Füllung ist dann somit fertig und wir können uns jetzt um unser Gänserl kümmern und das werden wir jetzt auch ein bisschen vorbereiten. Bei unserer Gans haben wir jetzt hier hinten noch unsere, ja, ich nenne es mal Arschdrüse. Die werden wir wegschneiden, also ich mag die immer nicht. Gibt Leute, die die auch noch verwenden, aber das darf jeder so machen, wie es gern möchte. Und dann haben wir hier hinten noch so
Ansatz von Fett. Das werden wir uns auch ein bisschen wegtrimmen hier. Ja, und dann haben wir unser Gänserl soweit vorbereitet und jetzt haben wir hier hinten schön Platz, dass wir da unsere Füllung reinmachen können. Ja, und so doof, wie es sich anhört, dann heißt es immer schön hinten rein damit. Schauen wir mal, wie viel das wir von unserer Füllung reinbekommen. Ob wir zu viel haben, vielleicht haben wir auch zu wenig. Ja, dann haben wir tatsächlich alles reingebracht, also wie ausgemessen. Und dann werden wir jetzt versuchen, dass wir unsere ganz hinten hier noch ein bisschen dicht machen können. Ja, wie es manchmal im Leben so ist, wo man sich darauf verlässt, was man alles im Haus hat, muss man auch mal Enttäuschungen feststellen. Ich habe gedacht, ich habe noch Zahnstocher, die hatte ich nicht mehr. Deswegen müssen wir jetzt hier so schöne andere Spieße verwenden. Und jetzt werden wir hier unser Ganserl mal ein bisschen mit diesen Spießen hier spicken. Das, was zu lang ist, werden wir uns hier abbrechen. Mit Zahnstocher wäre das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen filigraner gegangen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das jetzt auch noch mit so einem Zwirn alles schön zusammenbinden, dass es hält. Aber mit den großen Hölzern hält es auch so. Und jetzt werden wir unsere Gans noch würzen. Und zwar werden wir das auch ganz puristisch machen mit grobem Himalaya-Salz. Erstmal komplett drüber über unsere Gans. Dann natürlich Pfeffer darüber. Und zuletzt geben wir noch edelsüßen Paprika darüber. Das war die erste Seite, das dürfen wir jetzt hier so ruhig ein bisschen verstreichen. Somit sind dann alle Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen und wir können unseren Dutch Oven bestücken. Apropos Dutch Oven, ich habe hier den DO12 von Barbecue Toro. Das ist der größte, den ich besitze. Das war auch der Grund, warum ich jetzt hier nur eine 3,8 bzw. 4 Kilo Gans genommen habe, damit ich die hier auch schön reinbekomme. 5 Kilo Gans würde hier nicht reinpassen. Da braucht er dann wirklich schon die größte Variante, die mir bekannt ist, den FT18 bzw. DO18. Wir müssen heute so auskommen, wie wir sind und wir fangen jetzt einfach mal an. Für unsere Soße, die wir später haben wollen, werden wir jetzt erstmal unser Wurzelgemüse, unser geschnittenes hier als Boden in den Dutch Oven hineingeben und werden das schön verteilen. Dann braucht er hier zusätzlich noch so einen Stapelross bzw. einen Pfannenknecht, den ihr hier einfach reinsetzen könnt, denn darauf werden wir unsere Gans dann positionieren, dass die ein bisschen erhöht im Dutch Oven Platz nimmt. Und jetzt kommt der spannende Augenblick. Wir werden unsere Gans hier hineingeben und wie ihr seht, die passt hier haargenau hinein. Prinzipiell wären wir fertig und der Dutch Oven könnte auf die Kohlen. Ich möchte aber jetzt ganz kurz noch was versuchen zu erklären bzw. zu erläutern, was ich hier als Problem sehe. Wenn wir den Dutch Oven jetzt so mit geschlossenem Deckel einfach nur auf die Kohlen stellen würden, besteht die Gefahr, weil unser Dutch Oven ist ja eingeölt, wir haben keine Flüssigkeit drinnen, dass sie das eingeriebene Öl, das unseren Dutch Oven eigentlich schützen soll, so stark erhitzt, dass da drin einfach nur das Qualmen anfängt, so wie es halt ist, wenn man den Dutch Oven stark erhitzt. Und dieser Qualm würde dann in unser Fleisch einziehen. Das sehe ich als erstes Problem, was das Ganze halt schwierig machen könnte. Das zweite Problem, was ich sehe, würde ich jetzt hier Flüssigkeit reinkippen, ob Gänsefond, ob Wasser, ob Brühe, ob Rotwein, was auch immer. Wenn ich zu viel davon habe, dann fängt mir das hier drin einfach nur das Dämpfen an und unser Gänserl würde nicht gebraten werden, sondern nur gedämpft. Deswegen müssen wir heute schauen, dass wir da so einen Mittelweg finden. Also so wenig Flüssigkeit wie möglich, aber dennoch ausreichend Flüssigkeit. Ich habe kein Masterrezept, deswegen muss ich das Ganze probieren. Ich habe jetzt hier einfach 200 Milliliter Wasser. Die werde ich hier jetzt mit reingießen. Und das ist alles an Wasser, was wir hier heute haben. Unsere Gans wird natürlich auch noch einiges an Fett verlieren. Das lässt sich nicht vermeiden, aber ich hoffe, dass es einfach so klappen wird. Wir schauen, dass wir ausreichend Kohle oben auf unseren Deckel drauf bekommen, dass wir da eine schöne Oberhitze auf unsere Gans drauf bekommen. Hoffen wir, dass es klappt. Wir lassen jetzt erstmal die Kohlen durchglühen und dann sehen wir uns gleich am Dutch Oven Tisch wieder. Unsere Kohlen sind jetzt mittlerweile wieder durchgeglüht. Wir verwenden heute wieder die Greek Fire Nuggets und unser Dutch Oven Tisch von Barbecue Toro ist auch wieder am Start. Den wollen wir nicht verheimlichen. Ja, dann hätte ich gesagt, fangen wir einfach mal an. Wir werden uns unseren Anziehungskamin jetzt hier erst einmal entleeren. Und ihr seht, wir haben hier einiges an Kohlen, was wir da heute brauchen. Mein DO12 hat keine Füße, deswegen brauchen wir hier einen Pfannenknecht unten drunter. Und hier werden wir jetzt erst einmal sämtliche kleinen
Kohlenstücke, was wir hier haben, erst einmal drunter positionieren. Also ich glaube, ich habe es beim letzten Video schon mal gesagt, diese unbändige Kraft, was diese Greekfire-Kohlen einfach haben und ausstrahlen, das ist unglaublich. Ja, und für unten sollte das dann an Kohle auch reichen, was wir hier haben. Und jetzt werden wir uns unseren Dutch Oven hier hinaufstellen. Dann geben wir uns unseren Deckel hier drauf. Und dann werden wir schön für Schub von oben sorgen, eine richtig gute Oberhitze. Und werden uns die ganzen großen Nuggets hier alle oben auf unserem Deckel verteilen. Und so darf das Ganze jetzt für 3 bis 4 Stunden hier auf unserem Dutch-Oven-Tisch verbringen. Wichtig ist, dass ihr hin und wieder einfach mal reinschaut, weil wir haben jetzt doch eine richtig massive Hitze von oben, die auf unsere Gans nach unten strahlt. Und unsere Gans, ihr habt ja gesehen, die geht bis fast unter den Deckel. Und in der Mitte haben wir jetzt auch das Stück, wo nach oben hin gewölbt ist von unserer Brust. Und das schaut auch am meisten nach oben. Da ist die größte Gefahr, dass uns das anbrennen kann, deswegen müsst ihr das regelmäßig ein bisschen beobachten und schauen. Wenn ihr merkt, es wird euch zu dunkel, dann tut die Kohlen einfach ein bisschen nach außen, nehmt da von der Mitte die direkte Wärme einfach ein bisschen weg. Ja, und wenn wir da irgendwas machen oder wieder reinschauen, seid damit dabei. Und dann heißt es jetzt erst einmal für uns warten und wir können ein bisschen Pause machen. Bis später. Nach einer guten Dreiviertelstunde habe ich jetzt gerade eben das erste Mal hineingeguckt und jetzt möchte ich euch kurz was zeigen, denn wir müssen unsere Kohlen ein bisschen umschlichten. Und zwar schaut euch das jetzt einmal ganz kurz hier an. Ich hoffe, man kann es vor lauter Nebel erkennen. Unsere Gans hat hier in der Mitte schon richtig schön Farbe bekommen und man hört, die ist auch schon ein bisschen kross, die Haut. Und das ist mir jetzt für knapp eine halbe bis dreiviertel Stunde schon fast zu viel. Deswegen werden wir hier das Ganze jetzt mal ein bisschen entzerren. Wir haben da doch ein bisschen zu viel Schub mit unseren Greekfire Briketts hier drauf bekommen. Und wir werden das Ganze jetzt ein bisschen hier so indirekt verteilen. Aus der Mitte werden wir jetzt das meiste an der Kohle wegnehmen und werden das alles hier nur auf den Rand verteilen. Ja, die zwei kleinen Teile können hier in der Mitte bleiben. Und so schaffen wir das jetzt, dass das jetzt dann gleichmäßiger vielleicht gebräunt wird. Aber so wie das jetzt schon mal hier ausgesehen hat, bin ich sehr zufrieden und weiter geht's. Willkommen zurück. Mittlerweile sind 2 Stunden vergangen und der größte Teil unserer Kohlen, die sind jetzt aufgebraucht. Also die glühen jetzt noch ganz leicht vor sich hin. Aber das ist viel zu wenig, dass wir da noch weiter einen guten Effekt bezüglich der Bräune erwischen können. Und wir schauen jetzt mal hier kurz rein. Und so sieht unser Ganserl jetzt nach gut 2 Stunden aus. Also hat schon eine vernünftige Bräunung. Aber wenn man jetzt hier mal das Ganze ein bisschen so dreht, da an der Seite hier unten, da ist natürlich noch alles wabbelig und ich möchte jetzt eben mal versuchen zu probieren, dass wir den Vogel hier rausholen. Mit der Zange schaffe ich es nicht. Deswegen, ja, so geht es. Und wir werden das Ganze jetzt mal von der anderen Seite versuchen, ein bisschen anzubräunen. Wir müssen auch auf jeden Fall jetzt nochmal Kohlen nachlegen. Wir haben schon einen Anzündkamin vorbereitet und der sollte auch jeden Augenblick fertig sein. Deswegen geben wir unseren Deckel schnell wieder drauf und dann heißt es kurz warten. Wieder eine Dreiviertelstunde später werden wir jetzt hier mal reingucken. Ich denke, unsere neuen Kohlen werden hier auch ordentlich zugeschlagen haben. Boah, Leute, schaut euch das mal an. Also, ich habe jetzt viel erwartet, aber das nicht. Das sieht ja jetzt richtig geil aus hier. Moment, ich hole mal schnell meine Zange. Also hier haben wir jetzt richtig gut Farbe drauf bekommen. Und wenn man hier so über die Haut drüber fährt, nicht überall, aber stellenweise ist es richtig knusprig hier geworden. Auf der anderen Seite hier hinten, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, hier, da ist das Ganze nicht so schön angebräunt jetzt. Gut, da ist wahrscheinlich dann hier der Flügel im Weg gewesen, aber dennoch bin ich hier sensationell zufrieden mit dem Ergebnis. Wir werden uns jetzt einmal schnell unsere Soße hier rausholen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das irgendwie hier rüber bekommen. Oh Mann, oh Mann.
Also schnell hier mal in die Consist-Form rein. Und das können wir uns jetzt mal aus der Nähe ein bisschen angucken. Also das ist jetzt die Seite, die wir jetzt eben hatten. Wir werden das Ganze jetzt dann von der anderen Seite nochmal genauso anbräunen. Also man kann das Ding jetzt einfach nicht mehr packen, ohne dass es auseinanderfällt. Ich muss es eh einmal umdrehen, also um den Schritt kommen wir nicht herum. Und das ist jetzt, wie gesagt, unsere Seite, die wir zuerst hatten. Das Ganze ist jetzt durch das, dass das hier so ein bisschen in unserem Fett hier und von unten wieder angedampft worden ist, alles wieder aufgeweicht. Aber das, denke ich, werden wir dann auch nochmal knusprig kriegen. Hier, wenn man herschaut, sieht man, dass unsere Semmelknödel, unsere Brezen-Lebkuchenknödelfüllung hier schön langsam rausquillt. Also die Hölzer haben nicht so gehalten, wie es sein sollte. Aber wie dem auch sei, das kommt jetzt erstmal auf die Seite und wir werden uns jetzt hier in einen separaten Dutch Oven, in einen kleineren, den DO4,5, unsere Soße hineinpassieren. Und da werden wir uns jetzt einfach nur unsere Flüssigkeit hier, was zu 90% eh nur aus Fett besteht, hier hineingeben. Und der Dutch Oven ist sau schwer, ich sag's euch. Und das Gemüse passieren wir jetzt hier einfach mal durch. Ja, es gibt ja Leute, die sich jetzt das Fett hier dann so komplett, wie es jetzt ist, als Soße über die Gans geben. Ich werde das nicht so machen. Ich werde mir das noch ein bisschen mit Wasser strecken. Geschmack sollte da ja einiges drin stecken. Und wir werden es jetzt mal kurz verrühren und dann mal mit dem Löffel kurz probieren. Also definitiv ein kräftiger Gänsegeschmack, Geflügelgeschmack, den wir hier drin haben. Bisschen Salz und Pfeffer werden wir hier noch dazugeben. Und dann sollte die jetzt dann eigentlich, wenn wir die dann erhitzen, die Soße, relativ gut einen perfekten Geschmack entwickeln. Wenn man das Ganze jetzt am Backblech machen würde, könnte man sich da jetzt noch so richtig schöne Röstaromen rausholen. Das können wir heute hier leider nicht so machen. Deswegen werde ich hier wieder mein Hilfsmittel zu Hilfe nehmen, meinen Zuckerkulör. Da gehen wir einen kleinen Spruz hier rein, braucht gar nicht viel sein. Und schon kriegen wir da auch eine richtig schöne dunkle Farbe von unserer Soße zusammen. Das Ganze könnt ihr jetzt x-beliebig strecken, wie ihr wollt, also je nachdem, wie viel Soße das ihr braucht. Aber wir sind heute nur zu viert, deswegen brauchen wir gar nicht so viel Soße. Und wenn ihr die jetzt mal anguckt hier, also haben wir eine richtig schöne braune Farbe jetzt durch diesen Zuckerkulör. Und die Soße ist dann soweit fertig und jetzt gehen wir nochmal rüber an den großen Dutch Oven. In unseren Dutch Oven werden wir jetzt nochmal den Pfannenknecht bzw. den Aufsatz hier hineingeben. Und jetzt versuchen wir unsere Gans wieder drauf zu zaubern für das letzte Finish. Und da kommt sie auch schon. Also irgendwie ist die größer als vorher. Kann man nicht helfen. Jetzt zerfleddert hier alles. Also das, glaube ich, wird dann eher einem ganz Massaker hier ähneln. Aber wir kriegen das hin. Und dann heißt es jetzt nochmal Deckel hier drauf und wieder zurück auf den Dutch Oven Tisch. Ja, und dann werden wir uns unsere Soße hier auf unseren großen Dutch Oven hinaufstellen und werden quasi die Oberhitze vom großen Grill als Unterhitze für unseren kleinen Dutch Oven nehmen. Und ja, dann warten wir noch halbe bis dreiviertel Stunde und dann soll unsere Gans final fertig sein. Ich freue mich wahnsinnig und wir sehen uns nachher wieder. Ihr habt in der letzten Szene jetzt gesehen, wie wir unsere Gans dann final nochmal im Dutch Oven angeguckt haben. Also so schaut sie jetzt final dann aus und wir werden uns jetzt da ein bisschen was runterschneiden und nochmal reingucken. Also da ich auch noch ungefähr weiß, wie man so eine Gans zerlegt, werde ich jetzt einfach mal anfangen, dass wir uns hier die Füßerl ein bisschen hier so wegschneiden werden. Da gibt es ja bestimmte Techniken, das können Köche oder Halbprofis. Die wissen, wie man das richtig zerlegt. Da knackt man ein bisschen rum und so weiter und so fort. Ich kann das nicht, deswegen wird da improvisiert. Also hier können wir jetzt auch schön unsere Brezen-Lebkuchen-Knödelfüllung mit den Äpfeln sehen. Das duftet fantastisch geil. Und bevor ich euch jetzt hier noch mehr das Massaker vom Tranchieren zeigen muss, werde ich jetzt einfach hier Stücke rausschneiden von der Füllung, von der Gans und ein bisschen Soße drüber. Und dann sehen wir uns beim Probierelle wieder.
Also das ist jetzt unser Probiererle, das, was wir jetzt mal kurz verköstigen werden. Den Rest habe ich wieder in den Klatschofen gegeben, weil das Ganze soll ja ein bisschen warm bleiben. Wir wollen keine kalte Gans jetzt dann essen, das Zeug war schweinsteuer. Und in diesem Sinne werden wir jetzt probieren. Guten Appetit. Ich nehme hier ein Stück von der Gans. Also auch wenn diese Gans optisch nicht 100% perfekt ist, geschmacklich ist es definitiv. Da kommt das Wunder des Dutch Oven wieder zum Einsatz. Das Fleisch ist butterzart, also richtig geil und gelungen. Und jetzt werde ich mal noch was von der Füllung hier auf den Löffel auftun. Wow, also auch hier ein richtig geiler Geschmack. Das Süße von den Äpfeln und einfach dieses Weihnachtliche von dem Lebkuchen, das wir da dazugegeben haben. Richtig, richtig klasse. Habe ich in diesem Format so noch nie ausprobiert, auch noch nie gegessen. Kann ich euch aber definitiv empfehlen, dass ihr das mal ausprobiert, weil das ist einfach mal was anderes da, wie man es kennt. Und auch die Brezen hinterlassen da völlig ihren Geschmack. Also super Sache. Man merkt ja, dass da richtig der ganze Saft und das Fett auch von der Gans bisschen hier alles mit eingezogen ist in diesen Knödelteig. Richtig gelungen. Schade ist, dass die Gans nicht so 100% knusprig geworden ist. Aber ich habe mir das von Anfang an ja auch gedacht. Ich habe es ja auch am Anfang erwähnt, dass das Probleme geben könnte. Es ist so gekommen. Theoretisch, damit man da wirklich eine richtige geile Kruste zusammenbekommt, müsste man da alle halbe Stunde neue Kohlen auflegen, die wirklich richtig Schub haben. Und das wäre ein Kohlenverschleiß ohne Ende. Prinzipiell ist zu sagen, das Ganze ist eh sehr aufwendig im Dutch Oven zu gestalten. Also ihr habt gesehen, ihr müsst da schon ein paar Mal auch wenden und einfach nur reinlegen und warten ist da eher ein schwieriges Unterfangen und wird so wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Das ist mein Fazit dazu. Also an sich sage ich, eine gelungene Sache, eine Gans aus dem Dutch Oven zu machen. Man braucht ein bisschen Zeit, man braucht ein bisschen, man muss da ein bisschen rumspielen, damit man das Ergebnis einigermaßen vernünftig hinbekommt. Aber ein Selbstläufer wird es definitiv nicht. Und in diesem Sinne möchte ich dann auch zum Schluss kommen. Ich hoffe, das Video von der Gans hat euch soweit gefallen. Wenn es so war, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Gebt mal einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten sein, hier oben könnt ihr das gerne jederzeit nachholen. Für uns heißt es jetzt Gänserl essen und wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder. Ich sage danke fürs freundliche Zusehen. Euer McAllister. Macht's gut. Ciao.